Der Papst befindet sich vor der Heiligen Pforte in seiner Bischofskirche und wird sie nun beginnen mit einem Gebet. Auch öffnen, ein kurzer Ritus, eine Liturgie mit Gebet, dem Vinaigrette Spiritus. Preghiamo. Dio Padre Onnipotente, allmächtiger und barmherziger Gott, du schenkst deiner Kirche eine Zeit der Gnade, Buße und Vergebung, sodass sie die Freude habe, sich innerlich zu erneuern durch das Wirken des Heiligen Geistes und immer in Treue deinen Weg zu gehen und der Welt die frohe Botschaft der Erlösung zu verkünden. Öffne erneut die Pforte deiner Barmherzigkeit und nimm uns eines Tages auf in dein himmlisches Reich, wohin Jesus, dein Sohn, vorangegangen ist und lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dove Gesù tuo figlio ci ha preceduto e vive e regna nei secoli dei secoli. Es erklingt nun das Veni Creator Spiritus, die Anrufung des Heiligen Geistes. Hier erlauben Sie mir noch einige Worte, auch wenn im Hintergrund des Veni Creator die Anrufung des Heiligen Geistes gesungen wird, weil wir diese Messfeier früher begonnen haben, als eigentlich vorgesehen war. Darf ich alle begrüßen an dieser Stelle, die uns jetzt erst zugeschaltet haben. Bitte sehen Sie uns nach, aber Papst Franziskus hat die Messe früher begonnen. Er befindet sich in San Giovanni in Lateran, seiner Bischofskirche, der Bischofskirche von Rom, um dort die Heilige Pforte zu beginnen, am dritten Adventssonntag, dem Sonntag Gaudete. Freut euch, so hat auch der Eingangshymnus begonnen. Und hier wird er nun die Heilige Pforte eröffnen, wie auch heute Abend dann in St. Paul vor den Mauern die Heilige Pforte eröffnet werden wird, nicht durch den Papst, aber auch dort wird die Pforte eröffnet und eingeladen sind auch alle großen Kathedralkirchen der Welt, die es noch nicht gemacht haben, heute an diesem Sonntag ihre Türen zu öffnen. Der Vatikan erinnert besonders an die Kirchen in Syrien, Irak, Libyen, Ukraine, auf der Krim, Tunesien, im Palästinenserstaat, im Palästinensergebiet, wo es nicht einfach ist und wo die Zeit der Gnade, von der Papst gesprochen hat, umso wichtiger ist. Also wie gesagt, herzlich willkommen, wenn Sie uns jetzt erst zugeschaltet haben. Der Papst hat den Ritus bereits begonnen. Wir haben gerade das Veni Creator Spiritus gehört und nun folgt der Eröffnungsritus der Heiligen Pforte. Hier in San Giovanni, im Zentrum Roms. E questa la porta del Signore. Dies ist die Pforte des Herrn, durch sie treten die Gerechten ein. Apritemi le porte della giustizia. Öffnet mir die Pforten der Gerechtigkeit. Dort trete ich ein, um dem Herrn zu danken. Durch deine große Barmherzigkeit trete ich, Herr, in dein Haus ein. Ehrfürchtig werfe ich mich nieder in deinem heiligen Tempel.
begibt sich der Papst in Stille zur Pforte. Und öffnet den Flügel, es ist nur ein Flügel in San Giovanni Lateran, und öffnet den Flügel der Heiligen Pforte, um dann auf der Schwelle stehen zu bleiben, zu weilen im Gebet. Im Gebet um Barmherzigkeit, Gnade, Vergebung und an diesem dritten Adventssonntag vor allen Dingen im Gebet um die Freude. Freude über das Geschenk, das Gott uns gemacht hat in seiner alles vorwegnehmenden Gnade. Die Gnade, die rettet und an die wir uns in diesem Jahr der Barmherzigkeit erinnern sollen. Und im Augenblick erklingt die Hymne des heiligen Jahres der Barmherzigkeit. Barmherzig wie der Vater. Er ist in Ewigkeit barmherzig. Wenn Sie uns gerade erst zugeschaltet haben, denkend, dass die Messfeier mit Papst Franziskus in San Giovanni Laterano um 9:30 beginnen würde, dann heiße ich Sie herzlich willkommen. Aber der Papst hat die Messfeier früher begonnen als eigentlich vorgesehen. Die Heilige Pforte ist bereits geöffnet, anders als am vergangenen Dienstag im Petersdom hat er sie zu Beginn der Messfeier geöffnet, nicht zum Abschluss. Und in diesem Augenblick zieht der Papst nach dem Bußritus und nach der Öffnung der Heiligen Pforte durch den Mittelgang von San Giovanni in Lateran, ich sage es nochmal, seine Bischofskirche, nach vorne, um dort die Heilige Messe zu feiern und die Weihbischöfe und das Domkapitel, Vertreter der Gläubigen, ziehen nach dem Papst durch die Heilige Pforte ein zum Altar.